Hallo. Das erste Mal, dass ich mich morgens gleich so verknaut sehe. Ich muss aufstehen, halt da reingucken. Ich muss aufstehen. Und ich will ehrlich gesagt gar nicht. Heute habe ich das Fischaugenobjektiv gleich mal dran, mal sehen, wie das so wird. Ich habe euch ja schon mal angekündigt, dass ja auch ein Video in Kooperation mit Canon stattfinden würde. Oh, morgen so viel zu reden, das ist gar nicht mein Ding, absolut nicht. Dass eine Videokooperation mit Canon stattfindet, weil diese Kamera, das habe ich euch ja schon mal im Aufklärungsvideo gesagt, hat mir Canon zum Testen zur Verfügung gestellt. Und Canon hat gesagt, Sandra, wir möchten dir einen perfekten Tag schenken. Wie sehe der bei dir aus? Das möchte ich dir heute zeigen. Ich habe von Canon finanzielle Mittel auf jeden Fall dazu bekommen, dieses Video zu gestalten. Also in meinem Fall ist es nicht für das Video an sich, sondern mit diesem Geld, was ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, werde ich jetzt meinen perfekten Tag so gut wie es geht ausleben. Ich hoffe, es wird sich lohnen, weil wenn man heute nichts findet oder wenn das nicht klappt, dann war es für umme. Dann, ja. Das weiß man halt vorher nie. Ich mache mich jetzt gleich fertig. Nur, dass ihr halt schon mal im Vorfeld Bescheid wisst. Das heißt, ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr das Video sehen möchtet oder nicht. Ich bin da ganz ehrlich zu euch. Ich weiß noch nicht, was daran schlimm ist. Also, keine Ahnung. Die nackte Wahrheit, so sieht Sandra morgens im Bett aus. Sieht aus wie ein fetter Guppi, der irgendwo gegen eine Wand gelaufen ist. Oh, ich bin so müde und es ist gerade so kuschelig im Bett und ich habe so keine Lust aufzustehen. Aber hilft ja nichts. Ich mache mich jetzt fertig und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Video. Ich weiß nicht, ob ich während des Videos die ganze Zeit reden werde. Lasst euch einfach überraschen. Das wird ein spontanes Video. Viel Spaß. Ciao. Sehr ungewohnt mit dem Fischauge. Ja, ich wollte euch nur kurz mein Outfit of the Day heute zeigen. Ich habe mit der Del Mar Palette von Sleek so ein bisschen wieder rumexperimentiert. Muss mal gucken, wie seht ihr das? Wobei, das wäre, glaube ich, besser, wenn ich es so zeigen würde. Moment. Ich habe auf dem beweglichen Lid einen grünen Ton und einen türkis-petrolfarbenen Lidfalte und so ein bisschen orange und weiß mit reingemischt und unten auch nochmal das wiedergegeben, so ein bisschen. Kopf sieht total deformiert aus. Und ich habe mich davon ein bisschen so inspirieren lassen. Dementsprechend sieht das Outfit auch so aus. Das Tanktop ist von Taco, ist aber schon 2, 3 Jahre alt. Die Bluse ist auch schon 2 Jahre alt, aber die gibt es immer noch bei Vero Moda. Die ist von Only oder halt auch bei Only. Kostet 30 Euro, da kann man die Ärmel noch so ein bisschen zurück krempeln. Und die Hose, die habe ich von Primark, die habe ich von einer Freundin aber damals geschenkt bekommen. Und dazu trage ich so Ballerinas, die sind von Umax. Das ist in so einem dunkleren Nude-Ton mit so goldenen Schnallen und Applikationen. Ich finde die eigentlich recht geil. Auch sehr bequem, bis jetzt, wenn man sie einmal eingelaufen hat. Aber es dauert halt eben. Ich hätte die ganz gerne noch in so einem helleren Ton. Und wenn es die noch in anderen Farben geben würde, würde ich mir die auch kaufen. Kette, die ist von Michael Kors. Und das Armband, das habe ich auch mal geschenkt bekommen. Das ist, glaube ich, von Fossil und hat so 2 Anhänger. So ein Schlüssel und so ein Plättchen mit Steinchen. Das mit den Steinchen ist irgendwie so gar nicht meins. Ich kann das irgendwie nicht haben, wenn es Roségold ist und dann noch so Glitzersteinchen hat. Keine Ahnung. Mein Haar habe ich gepusht. Mit viel Volumen. Da kommt jetzt gleich noch eine Sonnenbrille rein, damit es nicht ganz so dämlich aussieht. So 60s, 70s, irgendwas. Und dann geht es auch gleich los. Ich fahre jetzt in die Stadt und muss noch was erledigen bei meiner alten Arbeitsstelle. Die Haare brauchen noch mal Hilfe bei irgendwas, frag mich nie was. Und dann treffe ich mich mit meiner Mama. Ich bin jetzt in der Stadt. Ich habe mich bereits mit meiner Mama getroffen. Und wir dinieren jetzt gerade an so einem Frühlingsstand. Das ist Kürbissuppe mit Brot. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade auf dem Bildschirm habe, aber ist ja eher egal. Bevor wir uns dann in das Schlachtfeld begeben bezüglich der ganzen Shopping-Tour. Und bis jetzt kann ich sagen, die schmeckt sehr gut, wenn ihr mal in Mannheim seid, auf dem Markt. Probiert die Suppe, die ist echt lecker. Meine Mutter ist definitiv der Meinung, dass die türkische Linsensuppe besser schmeckt, aber
Ich bin mit meinem Kürbis voll dagegen, aber was soll's. Wir sind jetzt in der Stadt. Hier seht ihr einen Nespresso. Und Entschuldigung fürs Wackeln. Ist gerade ein bisschen komisch, weil die Leute einen angucken, aber was soll's. Irgendwie muss man es ja machen. Und da gehe ich gleich später hin. Das ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, der Chris und der Douglas. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Ludwigshafen rüber, weil die Mama noch was holen muss. Und danach werden wir uns quasi bedienen. Shopping-Marathon, was? Das Depot gibt es auch noch. Im Depot? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da hin möchte. Es ist gerade anstrengend, die Stadt ist voll. Ich habe einen Lippenstift drauf, den ich mir jetzt auch gekauft habe. Ich sage euch aber noch nicht, was das ist. Das sage ich euch erst, wenn ich ihn später noch auspacke. Ich zeige euch dann auch die Sachen. Ich war nämlich bei H&M fündig, bei DM waren wir auch. Und dann auch noch in so einem Billigladen so Kleinkram irgendwie gekauft. Und jetzt gucken wir gerade so ein bisschen, was Schuhe angeht. Irgendwie hätte ich ganz gerne noch ein paar Schuhe oder so. Ich zeige euch mal Mannheim so ein bisschen. Ein riesen Mango, wo ich aber nie reingehe. Ich finde da nie was. Scheiße, wie ist das? Wir haben richtig gut geshoppt bis jetzt. Was heißt richtig gut? Jeder definiert das ein bisschen anders. Aber wir können nicht mehr und wir suchen jetzt ein Restaurant, wo wir uns niederlassen. Die Mama meint hier, aber ich glaube, hier können wir uns nur volllaufen lassen. Was? Kennt ihr das? Das ist das Südlandhaus. Ist das Südlandhaus hier in Mannheim. Hier könnt ihr die tollsten Weine, die tollsten Schinken jegliches Zeug holen und Wein und sowas besorgen. Das ist richtig, richtig gut, wenn ihr mal Opa, Oma so ein Geschenk machen wollt oder dem Papa oder so. Das hier ist die berühmte Fressgasse. Das da ist meine Mutter, vor der jeder Angst haben muss. Da gibt es das beste Brot vom Bäcker Krapp, ja. der bis nach Amerika liefert. Den seinen Teig ist 56 Jahre alt. Das ist das beste Sauerbrot der ganzen Welt. 56 Jahre alter Teig. Ja, könnt ihr mal im Internet nachgucken. Bäckerei Krapp. Aber kann man das nach Berlin jetzt bestellen? Nein. Das kannst du nach Amerika überall hinliefern. Der bergt sogar schwarzes Brot. So ein Brot hast du noch nicht gegessen. Probier wahrscheinlich, ja. Musst du mal mitbringen. Mach ich immer. Wir suchen jetzt, wie gesagt, ein Restaurant. Und meine Mama will irgendwie zum Simpel hin. Ist das hier? Ja. Oh, das ist eine Wirtschaft. Ich zeige euch das mal. Das scheint jetzt sehr urig zu sein. Naja, Hauptsache es schmeckt. Wir werden gleich sehen. Das ist das Beste. Was? Das ist das Beste. Das Beste? Na, ich hoffe es, wenn die Mama das empfiehlt. Du kriegst alles. Du kriegst Fisch, du kriegst Spieß, du kriegst alles. Alles. Salate und es schmeckt. Ihr habt ja schon mal ein paar Videos davon gesehen, wie der perfekte Tag aussieht. Ich finde meinen irgendwie recht simpel dafür, dass es ein perfekter Tag sein soll. Aber bis jetzt läuft es echt gut. Und draußen oder drinnen? Ja, draußen, oder? Hier ist aber Baustau. Ja, aber die arbeiten ja jetzt nicht mehr. Komm, wir bleiben draußen. Wir bleiben jetzt draußen und futtern. Und ich zeige euch gleich das gute, hoffentlich gute Essen. So, wir dinieren jetzt das Erste. Und das Erste, was meine Mama und ich uns gegönnt haben. Und ich werde so stinken, aber es ist mir scheißegal. Sieht man's? Gegrillte Peperoni mit Knoblauchsoße. Mh, danke.
Und es geht weiter mit Salat. Ihr werdet es jetzt schon so bereuen, weil ich in den letzten Wochen, Tagen nicht so viel gegessen habe und das eh nicht gewohnt bin, aber scheiß drauf, oder? Wenn es später im Magen rumpelt, dann muss es sich auch gelohnt haben. Jetzt sehe ich auch noch anders aus. Warum sehe ich anders aus? Ich konnte das Video leider nicht am selben Tag beenden, wie ich es gerne wollte. Und deshalb ist es nun ein paar Tage versetzt, aber das macht ja nichts. Ich habe noch alle Sachen da, die ich jetzt... Hallöchen auf dem Zahn, ne? Ich habe alle Sachen, die ich mir gekauft habe, zur Seite geräumt. Und unter anderem war ich bei... Die Tüten habe ich jetzt alle nicht mehr, aber ich habe mir mal ein paar Schuhe gegönnt von... einer Marke. Grundsätzlich kaufe ich mir nie Schuhe von irgendwelchen Marken, aber irgendwie haben mir es die angetan. Ich weiß auch nicht warum. Das sind welche von Puma aus dem Deichmann habe ich mir gekauft. Die haben 50 Euro gekostet. Das sind ein paar Laufschuhe, die du aber auch meiner Meinung nach im Alltag sehr gut tragen kannst. Ich hatte sie laut Regigasohle auch schon an. Sie sind ziemlich bequem. Ich habe da drin auch noch so eine Sohle eingelegt, damit das Laufen ein bisschen besser vonstatten geht. Ich habe mich... was? Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich mag sie ganz gerne, weil ich möchte in Zukunft ein bisschen mehr was tun. Und im Deichmann, aber die habe ich auch schon angehabt und jetzt leider sind die schon ein bisschen angesifft, was mich ein bisschen aufregt immer bei diesem Material. Das hasse ich ja wie die Pest. Waren ein paar mintgrüne Ballerinas von Deichmann. Das sind so mintgrüne in Wildlederoptik und das Schissenste daran ist, dass es immer so schnell verdreckt. Es geht mir ultra auf den Sack, wenn du die nämlich einmal in den Schrank reinschmeißt zu den anderen, bumm, hast du gleich den nächsten Streifen dran. Die haben, glaube ich, 16 oder 17 Euro gekostet. Hatte ich auch schon an. Sind am Anfang auch ein bisschen unbequem, aber es geht, es geht, es geht. Dann habe ich mal bei der, wie heißt sie, Püppi auf Instagram. Das ist ja eine, die ich schon seit längerer Zeit verfolge und auch privaten Kontakt pflege. Na, was heißt pflegen? Es konnte mehr sein. Verzeih mir. Auf jeden Fall hat sie auch einen Blog. Den verlinke ich euch mal in die Infobox. Und die hatte auf einem Bild, jetzt ist das Haar da noch drin, es geht gar nicht, auf einem Bild ein paar Schuhe gezeigt, wo ich gedacht habe, so, oh, ist das süß und die will ich auch haben. Da habe ich sie gefragt, wo sind denn H&M? Okay, ich in der H&M gestiefelt und habe mir dann noch diese Ballerinas hier gekauft mit so einem Blumenprint hier. Ich finde das ja so schnuckelig süß. Also das schreit schon förmlich nach Sandra. Und ihr werdet auch gleich noch sehen, dass Sandra momentan voll auf Blümchen steht. Meine Mutter hat mich auch geguckt und meint so, Samo, bist du eher wie Elderwoche oder was ist los? Du siehst aus wie deine Tante. Und meine Tante ist meiner Meinung nach eigentlich eine sehr bewusste Frau. Und sie liebt sehr viele Blumen. Sie ist aber auch schon ein ganzes Stück lang weiter älter als ich. Ich glaube, die ist schon 65 oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht. Sei gegrüßt, Christa. ja, ich mag es auf jeden Fall. Und dann habe ich mir noch so, fall ruhig runter, die hätte ich jetzt noch nicht an, noch so ein paar Ballerinas gekauft in so einer Nude-Optik. Ich finde, damit kann man nie was falsch machen. Passt zu allem. Ist nicht so anfällig wie weiß. Wobei ich mir weiße Ballerinas ebenfalls noch geholt habe. Die seht ihr gleich. Ich finde die gut, wenn du einen Top hast, wo weiß nicht so geil drauf aussieht. Dann kannst du die anziehen und... Ach, 10 Euro, was willst du da jetzt großartig sagen? Also 10 Euro sind 10 Euro und ja, wenn sie dann nicht durchhalten, dann kannst du wegschmeißen, ne? Bin natürlich auch ein Weiß-Fan und deshalb gibt es kein Jahr, wo Sandra sich nicht weiße Ballerinas kauft. Und Moment, Stück zurück. Deswegen mussten natürlich noch ein paar weiße Ballerinas mit dazu. Ganz klassisch, hier ist so ein kleiner Samtabsatz. Die sind am Anfang... Die machen hier Randale ohne Ende. Die sind am Anfang sehr unbequem. Oh, aber dafür mag ich sie dann umso so lieber. Ich mag die. Ich finde sie okay. Die hole ich mir jedes Jahr. Komischerweise auch immer dieselben. Aber macht nichts. Ich weiß nicht, Ballerinas müssen für mich auch keine 40, 50 Euro kosten. Also ich sehe das halt ein bisschen anders da. Dann, jetzt denkt ihr echt bestimmt, wenn ich euch das zeige, die hat sie nicht alle. Da wird die jetzt schon einmal gesponsert und was kauft die sich da? Weißt du, anstatt dass jeder normale Mensch die Kohle da rausholen würde ohne Ende und auf die Kacke hauen würde, was kauft sich Sandra?
Wir waren in einem No-Name-Laden. Meine Mama wollte unbedingt in einen No-Name-Laden, weil die so Deko-Zeugs gesucht hat. Und das kriegst du ja da eigentlich immer ganz gut. Und ja, warum hole ich mir jetzt einen Funrender? Ich habe meinen letztens in der Bratpfanne vergessen. Und nach ein paar Minuten des Schmorens habe ich einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Und dann habe ich gesagt, oh, das kannst du jetzt wegschmeißen. Deswegen muss der neue Funrender her. Verzeihung, das ist bestimmt jetzt die Melle. Und neue Schneebesen. Soll ich euch mal eine Geschichte erzählen? Meine Mama, da war ich glaube ich 7. Ich glaube, ich war um die 7 rum. Und er sagt, es war Winter. Und meine Mama sagt in der Küche, hol mir mal den Schneebesen. Und ich denke mir so, was willen die jetzt mit dem Schneebesen? Ne? Okay, kein Thema. Ich lauf raus, geh raus ins Treppenhaus, hol de Besen, komm wieder, nein. Sachen, was willst du jetzt damit? Meine Mutter rollt sich auf den Boden, kann gar nicht mehr, hat sich schon gewundert, warum ich überhaupt rausgehe. Und sie so, Schatz, das hier ist ein Schneebesen. Sagt man dazu, woher soll ich das wissen mit 7? Mama, wenn du das siehst, ich bin nicht dumm. Naja, in diesem No-Name-Laden habe ich dann auch noch eine Sonnenbrille gefunden, weil ich sehe es irgendwie momentan nicht ein, für gewisse Trendsachen viel Geld zu investieren. Das werdet ihr auch gleich nochmal erkennen, dass ich mit Geld sehr, sehr, sehr sorgsam umgehe. Deswegen habe ich mir nochmal so eine, ich habe erst vor ein paar Wochen eine gekauft bei, kannst du jetzt mal aufhören? Hallo. Bei New Yorker geholt. Und das ist noch so eine Ray-Ban-Verschnitt mit blauen Gläsern. Das war auch die letzte, die da hing. Also ich habe keine Ahnung, wo es sowas nochmal geben könnte. Ich habe gedacht, ey, für 3 Euro komm, scheiß drauf. Nimmst du die mit Preisschild und hockst dich vor die Kamera hin. Ist doch nicht schlecht, oder? Hier, Sandra mit der Sonnenbrille. Dann habe ich mir gekauft, da waren dann noch so 2 Basic Tanktops, einmal in hellblau und einmal in so einem Neongrün. Das muss ich euch jetzt nicht ausbreiten. Falls ihr euch übrigens fragt, was ich inzwischen auf Zeit auf den Lippen trage, weil Sandra trägt ja ab und zu jetzt pinke Lippen. Das ist eine Mischung aus dem, hey, da ist ja ein Spiegel dabei, das wusste ich gar nicht. Und ich habe volle Kanne Lippenstift auf dem Zahn. Dann sagt mir das keiner, ey, das geht ja gar nicht. Moment. Siehst, das haben wir nicht vorher gemacht. Sehr praktisch, sehr geil. Also habt ihr mich jetzt mit Lippenstift auf dem Zahn die ganze Zeit gefilmt. Tschakka. Warum sollte es ein normales Video sein? Das ist auf jeden Fall der Maybelline New York Color Sensational Lippenstift in der Farbe 910 Shocking Coral. Das ist dieser wunderhübsche Pinkton hier. Das ist eine very hübsche Farbe, kann ich dir nur sagen. Sieht so aus. Habe ich als Grundfarbe genommen. Und da ist so ein kleiner Minispiegel dabei. Richtig gar nicht. Naja, was sonst. Und darüber habe ich von P2 Secret... ist der versifft? Gloss Lipstick. Warum ist denn der so versifft? Das habe ich nicht gemacht. Das ist einer von denen hier. Das ist dann diese Farbe. Die habe ich einfach ein bisschen drüber gemacht. Und ja, die unterscheidet sich. Wie du siehst, hat die einen rötlicheren Einschlag. Weil ich wollte irgendwie so eine Farbe haben. Frag mich nicht wieso. Auf jeden Fall habe ich das gerade drauf. Jetzt Farbe wegmachen, bevor ich alles zusammen sau. Das geht nämlich nicht. Dann war ich bei H&M und das hatte ich auch schon an. Und so viel zum Thema Blümchen. Das habt ihr auch schon auf Instagram ein paar Mal gesehen. Das ist dieser wunderhübsche Strickjacken-Cardigan ohne Knöpfe mit wunderhübschen Blumenaufdruck. Und der hat, glaube ich, ganze 20 Euro oder so gekostet. Ich habe damit schon Bilder auf Instagram gepostet und viele sagen immer, fanden den sehr, sehr hübsch und haben auch gedacht gehabt, so, das geht gar nicht. Aber als sie ihn an mir gesehen haben, fanden sie es doch ganz cool. Ich habe den in der Größe L genommen. Oh, made in Bulgaria. Hello, all the Bulgarian people da draußen. Wer es nicht weiß, ich bin ja zur Hälfte, aber ich kann es nicht sprechen, egal. Ich finde es sehr, sehr schön, sehr, sehr frühlingshaft. Und jetzt habe ich mir dann noch ein Kleidungsstück geholt, da werdet ihr mich A für bescheuert erklären. Aber ich habe das schon so oft in H&M gesehen, als Leggings. Und ich habe mir mal gesagt, wenn das Teil mal runtergesetzt ist, dann kaufe ich mir das einfach nur just for fun. Einfach, weil ich es besitzen und zu Hause haben möchte. Ich will es nicht. Einfach nur für zu Hause zum Gammeln, okay? Und ihr lacht jetzt bitte nicht, aber diese Leggings gab es nicht mehr, aber dafür den Pulli.
Meine Mutter guckt mir und hat gesagt, das machst du jetzt nicht ernsthaft, oder? Du willst mich doch verarschen, Kind. Kauf dir doch was Anständiges. Ich so, nein, Mama, ich kauf mir das. Die Rede ist von diesem Pulli. Und ja, ich hab sie nicht mehr alle. Und das ist ein großer Pulli mit vielen Katzenköpfen hinten hier und drauf. Dieses Teil ist so hässlich, meiner Meinung nach, dass es schon irgendwie wieder Stil hat. Und er ist vorne und hinten rum voll mit diesen Dingern. Und das werde ich auch nur zu Hause anziehen. Oder, keine Ahnung, wenn ich auf Fasching als Steve Urkel-Verschnitt rumlaufen möchte oder sonst irgendwas. Aber glaubt mir, wenn ich den einmal anziehe, ne, dann ziehen ihn alle an, ich schwör's. Katzenpulli forever. Und der hat auch nur noch, überleg mal, der hat 25 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, ne, aber für 7 habe ich ihn dann mitgenommen. Peinlichkeitsrate hoch 5, aber so. Ja, damit war es dann auch bei H&M. Dann war ich bei Christ. Vielleicht kennt ihr Christ, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie Christ überall in Deutschland vertreten ist. Aber das ist bei uns eigentlich ein ziemlicher, was heißt berühmt, aber gängiger Schmuckladen, der unter anderem Marken aller Art vertritt. Und ich habe mir dann etwas gegönnt, was ich schon lange haben möchte. Und nein, es ist nicht diese verdammte, beschissene Michael Kors-Uhr, wie ihr jetzt vielleicht denkt, wo ich Sandra gedacht habe, so, ja, jetzt gönnt sie sich das mal. Nee, Sandra hat sie sich nämlich nicht gegönnt, weil das ist ein Haufen Geld. Diese Uhr kostet 250 Euro. Das muss man sich mal geben. Habe ich jetzt schon wieder Lippenstift drauf? Ja, natürlich, Sandra. Hast du super gemacht. Lippenstift kann sie jetzt auftragen, dafür aber nicht im Video tragen. Und ein Haar hat sie auch noch dran. Das geht ja gar nicht, ey. Das sind 250 Euro und ich weiß nicht, auch selbst wenn ich jetzt Geld dafür bekommen habe, um mir was zu gönnen, ich finde es einfach ein Haufen Geld. Das geht einfach nicht. Das ist... Mein Gedanke ist noch nicht da, dass ich mir das Ding kaufen möchte, aber ich habe mir etwas anderes von Michael Kors gegönnt. Es ist wesentlich kleiner. Ihr habt es auch schon auf Instagram gesehen. Seitdem trage ich sie fast täglich. Also je nachdem, wenn ich was Goldenes trage, dann halt eher nicht. Dann habe ich mir nämlich ein paar Ohrringe gekauft von Michael Kors. Und ich zeige dir jetzt mal einen, damit du das besser sehen kannst. Hier das berühmte MK in einem Rosé-Goldton, die auch sehr schwer sind, aber auch sehr gut an den Ohren bleiben. Was haben die gekostet? Lass mich mal eben gucken, kann ich dir gleich sagen. Die Verpackung ist voll blöd. Oder kann ich dir doch nicht sagen? Ich habe nicht vergessen, mir den Kassenzettel reinzulegen. Nee, oder? Also Tatsache, die haben vergessen, mir echt den Kassenzettel mit reinzulegen. Das ist natürlich, jawohl, Christ, nicht so geil. Aber ich meine, die haben 69 Euro gekostet und ja, man gönnt sich ja eigentlich sonst nichts. Mir war es einfach wichtig, dass man das halt auch erkennt, dass sie von Michael Kors sind. Für mich sehen sie nach Michael Kors aus. Ein M und ein K muss reichen. Nein, aber mir gefällt es sehr gut. Ich trage sie sehr, sehr, sehr gerne. Und sollte es mich irgendwann überkommen, diese Uhr zu kaufen, dann mache ich es halt auch. Und hier ist auch so ein Fisch. Also, das ist da schon mit drin. So eine kleine Beschreibung mit Stempeln und all sowas drum. Sandra kauft hier keinen Blödsinn, ne? Ah ja, das Schächtelchen ist auch von Michael Kors. So. Dann habe ich aber lange und hin und überlegt und ich habe gedacht, ey, lange, ich will diese scheiß behinderte Uhr haben. Und da habe ich mir erstmal gedacht gehabt, ja, was ist, wenn du die dann gar nicht trägst? Das wäre ja gar nichts. Und deswegen habe ich mich auf Amazon noch mal ein bisschen umgeguckt und habe ein Modell an Uhr gefunden, was dem goldenen Modell von Michael Kors für Damen relativ nahe kommt. Aber ich wollte ja das Herrenmodell in Roségold haben. Und jetzt hatten sie dieses Modell aber in einem Roségoldton. Ich zeige dir das jetzt mal mit dem Versuch, nicht den Lippenstift zu swatchen. Das ist dieses Modell hier, das sind so erst ein Ansatz von Panzerkette und das Ziffernblatt, ich finde das Ziffernblatt sieht auch sehr hübsch aus, ist wow, sehr hübsch, gell? Und dann ist es hier halt ein ganz normales Band. Sie ist mir ein Ticken zu groß, wobei ich die Uhren auch lieber, also nicht da vorne, sondern eher auf der Höhe trage. Ups. Und ich habe ja dann auch erstmal gedacht gehabt, die ist eigentlich, also ich wusste ja nicht, wie groß die ausfällt. Im Bild konnte man es ungefähr sehen, aber auch nicht wirklich.
ich weiß nicht, ich mache es jetzt mal um. Mein Gedanke war einfach, bevor ich so viel Geld für eine Uhr hinblätter, nee, Sandra, dann überleg es erstmal, ob du sie wirklich tragen würdest, ob das dir dann steht, weil du gibst keine 250 Euro aus für eine Uhr, die du dann nicht trägst. Aber bis jetzt gefällt sie mir eigentlich sehr gut und ich denke, das kann man auch sehr gut kombinieren. Ich mag es eh lieber auf dieser Höhe, wobei ich überlege, doch noch zum Uhrmacher zu gehen und mir die ein Glied kleiner machen zu lassen, weil sie rutscht ziemlich schnell hin und her und ich will halt nicht riskieren, dass es Kratzer gibt oder so. Aber mal gucken. Ja, auf jeden Fall hat die, glaube ich, bei Amazon. Ich poste euch den Link gerne in die Infobox, falls ihr auch Interesse an dieser Uhr habt. In die Infobox, ja, Sandra, denkt nach. Es kam in dieser Schachtel, also nichts Spektakuläres, aber ja, Sandra hat sich halt gefreut. Was nicht bei dieser Uhr bleiben konnte, habe ich schon lange vorher eine Uhr im Warenkorb gehabt, die ich schon seit Monaten haben wollte. Und zwar ist das diese Casio-Uhr, voll das Gegenteil. Ajo, Sandra, du willst eine Bomber-Uhr haben und dann holst du dir aber noch sowas Filigranes. Ich persönlich finde ja, dass man Roségold viel besser in den Alltag einbringen kann als normales Gold. Und Gold sieht für mich immer so prollig aus. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das sagen soll. Es ist halt mein Empfinden. Und ich möchte nicht prollig rüberkommen oder so. Ich möchte das gut im Alltag kombinieren. Und diese ist halt etwas komplett anderes wie diese hier. Aber mir gefällt das sehr gut mit diesem türkisen Zifferblatt, da ich sehr viel türkisen Sachen habe. Die hat auch 30 Euro gekostet. Da gibt es auch welche, glaube ich, mit einem lilanen. Die gibt es auch in Roségold. Und den Link kann ich euch auch gerne in die Infobox posten, falls ihr daran Interesse habt. Also hat sich Sandra inzwischen Zeit 2 Uhren gekauft. Und das Schöne daran ist, das erstmal zu merken, warum kam die Überlegung erst mit der Uhr. Die hatte ich als erstes raus aus meinem Schuh. Als erstes und habe dann im Alltag gemerkt, ich gucke da gar nicht so arg drauf. Und deswegen dachte ich mir dann halt auch, nee, 250 Euro und zum Schluss benutzt du sie nicht regelmäßig. Raus aus meinem Schuh, Katze. Nee, machst du nicht. Zurück zum Thema, wo geht's weiter? War ich natürlich noch, wo sollte es anders sein? Bei Douglas. Und Douglas war an dem Tag, oh, es war so voll. Ich wollte eigentlich, was hat die mir da eigentlich schon? Ich habe 2 Proben bekommen, ja, das ist cool. Ich wollte eigentlich bei Mac schön shoppen gehen, aber die 2-3 Sachen hatten sie dann nicht. Und dann dachte ich so, oh Mann, dann brauche ich halt was anderes. Als Proben habe ich bekommen Flash Chimichu Lampen Club. Das ist immerhin was. Und Extenten, bla bla bla, Youth Boosting Moisturizer. Also eine Creme von Good Skin. Aber das ist natürlich total uninteressant. Es blieb bei einem Mac Lippenstift. Ich habe ihn seitdem auch noch nicht benutzt. Ich war drauf und dran, den zu probieren, aber ich habe es dann einfach mal gelassen. Und es ist eine Farbe, wo ihr bestimmt nicht gedacht hättet, aber yes, es ist ein koralliges Orange-Rot, würde ich sagen. Und die Farbe sieht geswatcht so aus. Das ist die Farbe Vegas Volt. Das leuchtet extrem, gell? Warte mal. Moment. Nee, es ist, kommt nicht so gut hin. Aber ich finde diese Farbe so, so, so schön. Ich werde es jetzt nicht extra abschminken, das mache ich jetzt nicht. Aber ich finde die Farbe... Sag mal, jetzt kommt mir aber gerade... Ist das ein Dupe? Moment. Nee, ist kein Dupe. Ich habe jetzt nochmal gedacht, das sieht aber ordentlich ähnlich aus, aber das ist viel rot-rötlicher. Das ist kein Dupe. Aber ich habe gedacht, das ist für den Sommer bestimmt ganz cool und Orange ist ja dieses Jahr so Trendfarbe, ne? Und ich glaube, wenn ich noch ein bisschen dunkler bin, dann steht mir das noch um einiges besser. Und dieser Duft, ich liebe diesen scheiß Vanilleluft, gell. Geht, wenn ihr mal die Möglichkeit, einen MAC-Lippenstift zu riechen, riecht einfach mal drin. Es riecht einfach nur pur nach Vanille. Aber ich liebe es einfach, ja. Und deshalb werde ich den wahrscheinlich auch demnächst tragen. Und mit meiner neuen Uhr ein bisschen angeben. Nein, ich muss die noch stellen. Mit meinen beiden Uhren werde ich rumgehen und dann ziehe ich mir einen Mantel an und sage, hier, wolle ich kaufe. Ja, wenn ihr wollt, lege ich euch die, was heißt, wenn ihr wollt, ich mache sowieso, ich lege euch die Links in die Infobox.
Das war es jetzt auch mit dem Haul und mit den ganzen Videos. War eh lang genug. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal an das liebe Canon-Team, das mir diese Kamera, mit der ich gerade filme, zur Verfügung gestellt hat, die mich auch in der Hinsicht gesponsert haben. Das heißt, sie haben mir Geld gegeben. Ich sage es jetzt gerne nochmal zum Ende hin, damit es auch gar keine böse Kritik kommen kann, weil jeder kann im Endeffekt gerade entscheiden, ob er sich das Video anguckt oder nicht. Ich habe euch davor schon aufgeklärt. Ich habe euch in ein, zwei Videos, glaube ich, oder in einem zumindest auch schon darüber aufgeklärt. Canon hat mir Geld, finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, damit ich dieses Video, also das, was ich mir heute gekauft habe, oder auch versetzt wegen online, mir leisten kann. Ich habe kein Geld bekommen, um dieses Video zu produzieren, weil, weiß ich nicht, wenn ihr eine Kamera geschenkt bekommen habt, dann habt ihr die ganzen Videos da vorher ja auch schon gesehen, dann waren die alle damit schon gefilmt, seit meiner Rückkehr von der einmonatigen Pause. Und von daher, was soll's, ihr würdet vielleicht auch nicht Nein dazu sagen. Deswegen ist es mein erstes gesponsertes Video in der Hinsicht, ihr wisst Bescheid. Wenn das andere nicht machen, ist das nicht mein Problem. Ihr müsst selber gucken, wem ihr glaubt und wen nicht. Aber das ist ja jetzt auch nicht Sinn und Thema dieses Videos. Ich bedanke mich bei dem lieben Canon-Team, dass ich ja meinen perfekten Tag so gestalten konnte. Ich weiß, viele ist das vielleicht echt so, die Alte kauft sich einen Pfannenwender, nennt sich das den perfekten Tag. Eigentlich ging es eher darum, dass ich mit meiner Mama mal seit langer, langer Zeit wieder was gemacht habe, weil wir nicht unbedingt mal das beste Verhältnis haben. Und ja, es hat gut getan und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Ich rechne ja schon irgendwie damit, dass ich jetzt einen massigen Deabonnieren-Schub kriege, aber das ist mir eigentlich im Prinzip egal. Muss jeder selber wissen, was er tut und was nicht. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns bald wieder und ja, macht's gut. Tschüss!